Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video will ich euch einmal zeigen, wie ihr aus Weißkalkhydrat und Wasser eine perfekte, richtig ökologische, keimpilzhemmende, also schimmelhemmende, natürliche Farbe machen könnt, mit der ihr richtig gut Kalkputzwände, Kalkzementputzwände oder auch Betonwände streichen könnt. Diese Kalkfarbe ist atmungsaktiv, das heißt, der Feuchtigkeitsaustausch zwischen der unterliegenden Wand funktioniert sehr gut. Das heißt, ihr habt immer ein gutes Raumklima, die lässt die Luftfeuchtigkeit gut durch, sodass diese dann eben optimalerweise in die darunterliegende Kalkputzwand oder eben Kalkzementputzwand reinziehen kann und gibt die Luftfeuchtigkeit auch gut wieder ab. Alles, was ihr dafür braucht, ist zum einen Weißkalkhydrat im Sack. Das habe ich hier stehen. Sieht so aus. Das ist in diesem Fall von Fels. Es gibt aber auch eine Reihe von anderen. Es gibt aber auch eine Reihe von anderen Anbietern. Und ein bisschen sauberes, nach Möglichkeit sauberes Wasser. Und dann geht's schon los. So, bevor ihr Weißkalkhydrat oder auch Kalkfarbe oder so, auch Kalkputz verarbeitet, würde ich euch unbedingt empfehlen, setzt euch eine Brille auf die Augen und zieht euch Gummihandschuhe an, so dass ihr, wie in diesem Fall das Kalkpulver, nicht unbedingt in die Augen kriegt und nicht zu viel auf die Haut, denn das hat einen sehr hohen pH-Wert von 12 und ist relativ aggressiv, also es muss nicht sein, dass ihr es in die Augen kriegt, denn dann müsst ihr es schnell ausspülen. Also besser eine Brille tragen und auch beim Anrühren, wenn ihr das anrührt, guckt, dass ihr nach Möglichkeit das an der frischen Luft, wo ein bisschen Wind ist, draußen macht, damit ihr den Staub von dem Weißkalkhydrat nicht so einatmet. Denn das ist auch für die Lunge extrem unangenehm, das reizt die Lunge. Das Mischungsverhältnis von dem Weißkalkhydrat und dem Wasser ist eigentlich relativ egal erstmal. Also das Ziel ist es, so eine sumpfige, so eine Matsche zu kriegen, die eine Weile durchzieht. Und ihr könnt das dann hinterher mit mehr Wasser wieder nachdosieren. Das heißt, dafür sorgen, dass es dünnflüssiger wird, wenn ihr es anders haben wollt. Ich fange jetzt einfach damit an und schaufel das Weißkalkhydrat hier in den Eimer rein, indem ich das dann durchmische. Und dann gebe ich Wasser dazu als nächstes und vermenge das Ganze einfach so ein bisschen mit der Kelle. Zur Info, wenn ihr das selber anmischen wollt, ich verlinke euch unten im Video, in der Videobeschreibung, die Komponenten, das heißt Wasser natürlich nicht, aber Weißkalkhydrat könnt ihr nachgucken. Was ich sonst noch so nutze für die Bauprojekte, findet ihr da auch. Also da könnt ihr nachgucken, wenn ihr euch für Preise interessiert oder auch wo ihr das kriegen könnt. Ich mische das hier jetzt so an, dass ich im Prinzip, wie gesagt, eine Paste habe. Da kommt es nicht genau auf das Mischungsverhältnis an. Ich achte eher darauf, dass nicht zu viel Wasser drin ist. Denn dünnflüssiger kriegt man es im Nachhinein immer noch. Dickflüssiger wird schwierig. Das Schöne an dieser Farbe ist, dass ihr sie super auf Vorrat anmischen könnt. Das heißt, es macht Sinn, wenn ihr eine Weile wartet mit der Verarbeitung. Ich würde empfehlen, einmal einen Tag, also einen Tag anmischen, nächsten Tag verarbeiten, dass die gut durchziehen kann. Ihr könnt sie aber auch natürlich gerne länger lagern. Also die härtet jetzt nicht so schnell aus, bindet auch nicht durch die Luft ab, sondern dieses Weißkalkhydrat härtet aus durch Kohlenstoffdioxid, der da reinzieht und das Ganze wieder hart macht. Das heißt aber auch, dass in so einem angerührten Zustand mit ein bisschen Wasser, was das Ganze zudeckt, der Kohlenstoffdioxid aus der Luft da nicht rankommt. Das heißt, das härtet dann auch nicht aus. Also ihr könnt das bequem auch eine Woche oder länger stehen lassen. Bei Sumpfkalk wird es sogar teilweise Wochen oder Monate eingesumpft, bevor das verarbeitet wird. Ja, und deswegen ist das eine Sache, ihr könnt das also jetzt einmal anrühren und könnt das dann über Tage oder Wochen auch weiter immer wieder verarbeiten, wenn ihr was streichen wollt. So, ich rühre das mal mit der Bohrmaschine. Das geht ein bisschen schneller. Und diese Mischung, die lasst ihr jetzt einfach einmal einen Tag stehen und dann könnt ihr im Prinzip direkt anfangen, die mit einer Malerrolle oder mit einem Quast oder wie auch immer ihr wollt, auf eure
Kalkputz oder eben auch Kalkzementputz oder Betonputzwand aufzutragen. Wichtig ist, wässert die Wand vorher gut vor. Also nehmt euch entweder auch eine Malerrolle und einmal mit Wasser und macht die richtig nass, dass die schön, dass sie sich mit Wasser vollsaugt. Denn wie gesagt, diese Kalkfarbe härtet nicht dadurch ab, dass eben der Sauerstoff, dass sie trocknet, sondern die wird erst richtig fest und hört auf zu kreiden, dadurch, dass sie sich mit dem Kohlenstoffdioxid aus der Luft wieder verbindet. Und das ist ein Prozess, der dauert ein paar Tage. Und das ist auch ein kontinuierlicher Prozess. Sie wird dann immer fester, die Farbe. Und hält dann gut auf der Wand. Ganz am Anfang, wenn ihr frisch gestrichen habt, die ersten Stunden, könnt ihr dann mit der Hand, wenn ihr rüberfahrt, kreidet die noch ab. Kriegt ihr noch was an die Hand. Nach 1, 2, 3 Tagen nicht mehr. Jo, gut. So viel dazu, wie man Kalkfarbe anrührt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich würde mich freuen, wenn es euch weitergeholfen hat, einen Daumen hoch. Gerne auch ein Abo dalassen. Für die nächsten Videos kriegt ihr dann eine Info. Wenn ihr Fragen habt oder sowas, immer unten in die Kommentare stellen. Ich beantworte alles, was ich kann. Und ansonsten, wenn ihr Material sucht, wenn ihr wissen wollt, was Weißkalkhydrat kostet, wenn ihr es kaufen wollt oder sowas, ich verlinke alles an Material immer wie immer unterm Video. Und ansonsten wünsche ich euch viel Erfolg mit eurem Naturbauprojekt, mit eurer Kalkfarbe. Und bis zum nächsten Video. Ciao.